schön. Muss man so machen. Ach ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Ich freue mich, ich begrüße Sie herzlich, freue mich, dass Sie da seid. Schön, dass Sie gekommen sind. Und was wollte ich gesagt haben? Ich wollte Sie an für sich gar nicht lange aufgehalten haben. Ich wollte Sie, ja, das ist natürlich nicht, ich wollte nur kurz Sie willkommen geheißen haben zum 10. Teil meiner rheinischen Trilogie. Jetzt muss ich für die Fernsehzuschauer vielleicht erklären, im Rheinland ist es nämlich anders. Falls Sie jetzt gezweifelt haben sollten, Moment, 10. Teil Trilogie, eine Trilogie hat bitte schön 3 Teile und fertig. Im Rheinland ist das anders. Im Rheinland kann eine Trilogie schon mal 10 Teile haben. Warum? Weil, ja, normal. Im Rheinland ist es anders. Du hast, wie soll ich sagen, ich habe ja damals angefangen, Sie werden sich erinnern, 1989 habe ich angefangen, dachte ich mir, ich mache einen Teil rheinische Sprache, einen Teil rheinische Mentalität, einen Teil rheinischer Glauben, dann haben wir eine Trilogie beieinander. Rheinischer Glauben ist natürlich der normale Glauben, das ist jetzt keine Frage, also da hat der Protestant jetzt nichts verloren. Und, ja, da tut mir leid, obwohl wir in einer Zeit leben, da ist es nicht leicht, normaler Glauben zu sein. Da kannst du sagen, also ich kann hier zum Beispiel sagen, wo Sie jetzt gerade sagen, ja, ich kann nur sagen, ich war 8 Jahre lang, war ich bei Franziskaner Patres, war ich im Schülerwohnheim in Bozen, Antonianum, Weckensteinstraße Nummer 8. Mir ist 8 Jahre lang, mir ist nie was passiert. Also, heute frage ich mich natürlich, war ich nicht hübsch genug? Ja, da weiß ich ja nicht. Also, es ist schon so eine Sache. Aber wenn man im Rheinland lebt, wo die Mathematik eine andere ist, die Schwerkraft eine andere ist, im Rheinland fällt so nicht runter, im Rheinland fällt so rob. Und das ist schön so, zumindest für manche. Wenn man im Rheinland lebt, es ist dann wirklich anders. Wenn du hier wohnst, du gehst vor die Tür, du machst einen Schritt vor die Tür, was ist, du bist schon wieder in eine rheinische Geschichte verwickelt oder du beobachtest was, wo du denkst, nee, das muss ich aber erzählen, nee, dass sowas möglich ist. Das passiert dir täglich. Leben Sie mal in Bielefeld. Ja, da kann sie jeder Tag vor die Haustür laufen, da passiert ja nichts. Aber gut, muss man mögen, vielleicht sind die Bielefelder deshalb so, weil sie wollen, dass nichts passiert, man weiß es nicht. Aber so möchte ich heute im 10. Teil, weil es ist dann immer was dabei gekommen. Ich habe die 3 Teile Trilogie gemacht und dann ist dieses passiert, dann ist jenes passiert und dann denkst du, nee, das muss erzählen. Und so ist der 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Teil der Trilogie entstanden. Heute Abend, beim 10. Teil, möchte ich Ihnen Geschichten erzählen und das ist schön und wir heißen Sie willkommen und es ist im Rheinland, ist es schön. Also das wollte ich nur mal sagen, ich möchte Ihnen heute Lust machen aufs rheinische Universum mit Geschichten, die allesamt wahr sind. Was ich Ihnen heute erzähle, sind wahre Geschichten, ich hab's, also sagen wir mal so, sind im Kern wahre Geschichten. Ich hab's erlebt, wie hier, wo Sie gerade sagen, Winterreifen. Das ist so ein Fall. Also Winterreifen, das ist, wie soll ich sagen, das ist übrigens, ist das nicht ein genialer Schlüssel, wo andere, der Bayer, der Sachse oder wer auch immer, wenn man so, wir kennen alle die Situation, du kommst irgendwie in eine Gesellschaft herein und dann stößt du auf ein kleines Grüppchen, die sind sich am Unterhalten und du möchtest jetzt auch was sagen, du küsst aber nicht dazwischen. Weil die sich so dicht am Unterhalten sind und dann steht man rum. Der Bayer, dem wächst der Hals immer größer, deshalb hat er so einen Kropf. Oder der Sachse kommt auch nicht da dazwischen, nicht wahr? Also alle leiden darunter, dem Rheinländer kann das ja nicht passieren. Der Rheinländer, wenn der sieht, da sind sie sparsam unterhalten und er möchte was sagen, dann holt er seinen Schlüssel, wo sie gerade sagen. Winterreifen. Kein Schwein hat vom Winterreifen gesprochen, ne? Aber jetzt ist er dran und dann lass die anderen mal gucken, ne, wie die dazwischen kommen. Das ist genial. Also, wo Sie gerade sagen, Winterreifen, das war 14. Dezember 2008. Ich komme aus dem Haus raus, gehe zu meinem Wagen, will losfahren und dann sehe ich, dass im Reifenbereich dringender Nachrüstungsbedarf, die Reifen, die waren ein bisschen ausgestellt,
Also die Vorderreifen. Wenn es die Hinterreifen gewesen wären, dann hätte ich mir Sorgen gemacht. Aber die Vorderreifen waren ein bisschen ausgestellt und ich habe gesehen, da haben wir noch die Sommerreifen drauf. Jetzt ist es so. Also da, wo ich wohne, in der Köln-Bonner Bucht, da ist es mit den Sommerreifen, also sagen wir mal so, die 2 Stunden pro Jahr, wo du da Winterreifen brauchen tätst, also da warte ich, bis sie gestreut haben und fahre mit den Sommerreifen weiter, was soll der Quatsch? Aber gut, im letzten Jahr war es ein bisschen mehr, 2, 3 Tage, aber mehr ist es auch nicht. Nur, wie ich das sah, dass ich noch die Sommerreifen drauf habe, da fiel mir ein, Moment mal, du hast ja jetzt am 17. oder 18., jedenfalls ein paar Tage später, Dezember, hatte ich im Oberbergischen zu spielen. Im Oberbergischen. Das Bergische ist ja schon hoch, wie wir wissen. Und die Sprache ist da ja auch schon anders. Das ist ja quasi Kölsch mit Wollsocken. Das ist. Aber das Oberbergische, das ist ja rheinische Himalaya. Verstehst du? Oh, ich kann nicht sagen, Oberbergisches, aber hallo, ohne Wolfskin geht da ja gar nichts. Und da wusste ich, also ich hatte ja in Gummersbach zu spielen. Und jetzt ist Gummersbach, Sie werden das wissen, Gummersbach, ich bitte Sie, Gummersbach. Da kriegst du ja, da friert dir ja das Zäpfchen schon, wenn man das Wort ausspricht. Gummersbach. Ab Mitte August 1/2 Meter Schnee garantiert. Ja, sicher. Gummersbach, Ski und Rodel gut, aber hallo. Ne? Und dann so im Dezember, Gummersbach, die Temperaturen sind auf bergisches Normal-Null gesunken. Das ist minus 67 Grad oder was? Das ist aber hallo. Ne? Da friert dir die bergische Kaffeetafel, die Waffel friert. Oder, gut, jedenfalls. Nun hatte ich da in Gummersbach zu spielen. Und nun dachte ich mir, naja gut, du kommst vielleicht im Schmelz der Nachmittagssonne, kommst du mit dem Sommerreifen noch nach Gummersbach hier eiert, da kann schon sein, nur dann stellst du den Waren ab, dann spiel ich und dann haben wir, wenn du fertig bist, haben wir 23 Uhr oder was, und was ist, es ist dunkel, es ist wieder angetrocknet, die Temperatur, wir haben minus 67 Grad, du setzt dich in den Wagen, falls er anspringen sollte, drehen die Reifen durch wegen Glatteis, es ist keiner da, der dir helfen kann, die Aborigines haben sich schon in ihre Schieferhüllen zurückgezogen, ja, da stehst du da, also das ist dann schon schwierig. Also dachte ich mir, es ist vielleicht keine schlechte Idee, dann mal jetzt die Winterreifen aufziehen zu lassen. Und jetzt war da ein Problem damit verbunden. Warum? Weil der Waren, was ich damals hatte, das war kein Auto, das war eine Waren. Der Waren, was ich damals hatte, der war geleast. Und nun war also das so, jede Kleinigkeit, was mit dem Wagen zu tun hatte, das musste ich in der Werkstatt machen. Wäre ja kein Thema gewesen, wenn die Werkstatt um der Eck gewesen wäre. Nur die Werkstatt war nicht um der Eck herum. Die Werkstatt war im Bonner Norden, so weit, so gut. Nur wir wohnen im Bonner Süden. Mit mir meine ich jetzt die ganze Familie. Also Festkomitee, meine Frau und die Bands, die haben wir mitgenommen. Ich war gar nicht mal so dafür bei dem Umzug. Also wir hatten zuerst in Bonn in der Mitte gewohnt und sind dann umgetrocknet. Und ich hatte nur gesagt, lass mal die Bands hier, komm. Also irgendwann müssen die Kinder auch mal auf eigenen Füßen stehen. Da waren die 3 und 5, ich bitte Sie. Ne? Ja, hat aber Festkomitee gesagt, ja, nee, das geht nicht, da kriegen wir dumme Post vom Jugendamt. Also wir haben die Bands mitgenommen. Mir, das wollte ich nur damit gesagt haben, wir wohnen alle im Bonner Süden und nicht nur das. Wir wohnen in dem, was man, also wir wohnen in der Kai-Pirinja-Bucht. Die Kai-Pirinja-Bucht ist die Bucht von Bad Godesberg rüber nach Bad Honnef. Und da, wir wohnen, das ist da, wo die rheinische Karibik anfängt. Es ist jedem Reiseunternehmen Begriff, rheinische Karibik, die geht von Bad Godesberg runter Süden bis nach Koblenz-Lützel. Da hört ihr auf, Lützel, muss ich jetzt für die westfälischen Freunde sagen. Lützel, das ist am Nordufer der Mosel. Und also da ist noch Karibik. Das Südufer der Mosel, das kennt der Rheinländer an für sich gar nicht mehr, weil deutsches Eck, das ist quasi schon Namibia. Also gut, also da wohnen wir, wollte ich damit nur gesagt haben. Und jetzt wegen der Winterreifen, weil ich mir dachte, wenn wir Sommerreifen,
Wenn wir Sommerreifen drauf haben, dann muss ich jetzt Winterreifen drauf tun, damit ich überhaupt nach Gummersbach komme. Dann wäre das doch vernünftig. Ich hatte nun wegen der Winterreifen in der Werkstatt im Bonner Norden angerufen. Ich hatte deshalb angerufen, weil ich wollte wissen, wie lang brauchen die. Ich war nämlich da ein bisschen in der Bedrulle. Ich war in der Bedrulle, also ich musste wissen, wie viel Zeit brauchen die. 40 Minuten fährst du hin, 40 zurück. Wenn die jetzt länger brauchen als 10 Minuten, dachte ich mir, nehme ich den Laptop mit, dann kann ich da schreiben. Warum? Weil ich war da gerade den zweiten Band vom Rheinischen Grundgesetz. Da war ich gerade dran. Ich hatte ja den ersten Band, das ist ein schönes rotes Buch geworden, so ungefähr. So, das habe ich genannt, et gut wird gut. Das ist ja der Artikel 2 vom Rheinischen Grundgesetz. Ich habe diese drei großen Lebensmaximen, diese buddhistischen, als Grundgesetz nun, wie soll ich sagen, bekannt gemacht, Artikel 1, it is wie this, Artikel 2, it good wird good, Artikel 3, der Hoffnungsträger überhaupt, it hat noch immer gut gegangen. Was meinen Sie, in, das steht in Gold bei den Kölner Stadtwerken. Jedenfalls, bei der KVB, aber... Was muss der Mann für breite Schultern haben, der 84% der Moniereisen vom U-Bahnbau einfach weggetragen hat. Ha, aber der, wenn wir den kriegen, der kriegt sie. Oh, das ist schön, schön. Wundervolle Problemlösung. Also, wo waren wir dran? Dingens, es hätte noch immer gut gegangen. Und ich habe diesen ersten Band, et gut wird gut, genannt, weil ich mir dachte, das versteht natürlich jeder im Rheinland. Ich hätte im Traum nicht daran gedacht, dass dieses Buch vielleicht auch mal im Ausland verkauft werden wird. Da hätte ich wirklich nicht dran gedacht. Und da kriege ich vor 4, 5 Jahren kriege ich Post aus Bayreuth. Und da schreibt mir eine Übersetzerin, die lebt in Bayreuth, übersetzt afrikanische Lyrik. Das kann man, denke ich, in Bayreuth, hat man ein geruhsames Umfeld, da kann man schön in Ruhe übersetzen. Die schreibt mir, sie war im Sommer während der Festspiele auf dem Hügel, Wagner-mäßig. Da war sie in ihrer Bayreuther Buchhandlung und ist am Machen und Gucken. Die Tür geht auf, Kundschaftgüterin, und die geht direkt zur Buchhändlerin und sagt im feinen, schönen rheinischen Hochdeutsch: Entschuldigen Sie mal die Frage, ich suche vom Beiger schon ein Buch, das heißt Et gut wird gut. Haben Sie das da? Geistesgegenwärtig fragt jetzt die Buchhändlerin, bittet die Buchhändlerin, geh, schreiben Sie mir das auf, damit ich auch das richtige Buch nachschauen kann. Und dann schreibt sie auf: Beigerscher Et gut wird gut. Daraufhin guckt sich die Buchhändlerin die Notiz an, um dann zu sagen: Ja, aber türkische Bücher haben wir fein nicht, gell? Also, das wollte ich natürlich vermeiden. Deshalb habe ich mich dann mit Kiepenheuer zusammengesetzt, mit dem Helge Malsch, und da mal überlegt, wie nennen wir der zweite Band, der Folgeband. Und da fiel mir nur ein, das nennen wir Dingens, wer weiß, wofür Idiot ist, weil das ist beim Buch ein guter Titel. Wer weiß, wofür Idiot ist, das kannst du lesen, Buch. Du kannst aber auch, es ist stabil gebunden, kannst auch was draufstellen, eine Pfanne oder einen Topf. Oder, also kein Thema, schön. Nun, also, und da war folgender Punkt. Der Verlag hatte gesagt, wenn dieses Buch im März 2009 erscheinen soll, dann müssen wir das druckfertige Manuskript am 20. Dezember vorliegen haben. Ja, und dem habe ich hinterher geschrieben. Das heißt, Moment, das muss man anders sagen, da muss man die Verlaufsform in der Vergangenheit nehmen, weil wenn ich da perfekt nehme, dem habe ich hinterhergeschrieben, bezeichnet das eine Tätigkeit, die ziemlich schnell zu ihrem Abschluss gekommen ist. Das war aber nicht so. Wenn sich was in der Vergangenheit zieht, musst du die Verlaufsform nehmen, dem war ich hinterher am Schreiben. Weil das muss man sagen, wenn es sich zieht. Und deshalb war ich ein bisschen in der Bedrulle. Und deshalb wollte ich wissen, warum, wie lange die Bedrulle übrigens. Bedrulle. Ich weiß, wir haben wahrscheinlich auch heute Abend der ein oder andere Französischkenner hier sitzen. Französischkennerin, die dann sagen: Herr Beiger, das heißt doch nicht Bedrulle, das heißt Bredulle. Und auch das wird verkehrt. Es heißt an sich Bredulle.
Bredouille. La Bredouille. Ja, sicher, sag ich dann. Das mag französisch korrekt sein. Rheinisch korrekt ist Bedrulle. Und das kann ich Ihnen erklären, wie das Wort Bredouille aus dem Französischen ins Rheinische gekommen ist und zum Wort Bedrulle geworden ist, aus gutem Mund. Das war bei der französischen Revolution. Revolution. Das ist ohnehin etwas, ich meine, ihr wisst das, aber wir müssen das mal der Kundschaft draußen auch mal verklickern. Das Rheinische ist eine unglaublich energiesparsame Wellnesssprache. Da, wo der Duden vorschreibt, das Gesicht in Falten zu legen, verstehst du, und der ganze Kopf zu vergewaltigen, obwohl der Duden am Niederrhein geboren und aufgewachsen ist, in der Nähe von Wesel. Der hat ja alles. Wie kann man seine Heimat so vergessen, wie der Duden, und sich nur noch dem Hochdeutschen, wie man es tut, schon weh. Egal, jedenfalls, der Duden schreibt vor, wenn ein U vorkommt in einem Wort, muss man das korrekt aussprechen. Revolution! Revolution! Das halbe Gesicht stülpst du da nach vorne. Wofür? Für nix. Revolution. Das kostet Kraft, das kostet Energie, das macht Falten. Revolution. Du kriegst diese Längsfalten. Gucken Sie mal einer pensionierten Deutschlehrerin ins Gesicht. Ganz furchtbar. Oh nein. Im Rheinischen heißt das Revolution. Nee, im Rheinischen sagt man Revolution. Revolution. Das ist ein Wort wie eine Gurkenmaske. Revolution. So ist es schön. Das ist Wellness, also Rheinische Antifaltenkur. Kommen Sie am Wochenende zu mir. Wir sahen alle 10 Sekunden Revolution, Revolution. Janne war Revolution. Und dann sind die Falten. Gut, wo waren wir dran? Französische Revolution. 1789 war das. Die Älteren werden sich daran erinnern. Da hat ja sogar die Neven die Mong-Presse damals darüber berichtet. Und das ist ihr schwer gefallen, da kann ich schon sagen. Jedenfalls, ganz Europa hat gebannt, noch dem Paris dahingelut. Was ist das dann? Revolution. Was muss man sich darunter vorstellen? Und man hat natürlich ein bisschen Muffensausen, Fracksausen damals noch. Ja, weil es war dann schon die Angst, das könnte ja sein. Dass da von der Revolution, dass da was über Belgien und Eupen rüberschwappt, nach uns, nach dem Rheinland. Und da hat der Landschaftsverband Rheinland damals. Ja, wer dann sonst? Ja, wer dann sonst, Antwerpen? Es war noch nicht am Leben. Hat der Landschaftsverband Rheinland einen Korrespondenten gesucht. Natürlich wollten sich erstmal dann jede Menge, hatten sich gemeldet, weil wie Korrespondent für Paris, ja sicher, da sind wir dabei. Da war ja die Vorstellung Montparnasse und dann Moulin Rouge, verstehst du, Gartenpoppe-Tanz oder was. Aber der Landschaftsverband wollte einen seriösen natürlich Korrespondenten haben, haben dann auch jemanden gefunden, der ist dann rüber. Und der nun sollte berichten dort rüber, was das ist mit der Revolution. Der kam nun nach Paris, ist im ersten Arrondissement gelandet oder Arrondissement. Und jetzt kam der da über die Rue Ravioli, der wollte an für sich nach dem Louvre, in der Königspalast, aber er kam da gar nicht durch. Ist er dann nach rechts ab über die Faubourg und kam dann plötzlich zu den Tavalerien. Und in den Tavalerien, da in dem Park von den Tavalerien, da stund er jetzt da. Und da war der Teufel los, da waren Hunderttausende von Parisien, die stunden all da, alle mit den roten Karnevalsmützen da, die roten Jakobinermützen, wo der Korrespondent jetzt auch erstmal gucken musste, sind das jetzt irgendwie, ist das ein Karnevalsverein oder was, sind das Husaren oder was ist, oder was sind die Mütze, man wusste nicht genau. Dann waren auch die Karnevalsschlager, die gesungen haben, waren nicht so eindeutig. Rassai, 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 ra, les aristocrates, la laterne. Da wusste er jetzt nicht genau, ist das wirklich so gemeint oder nicht. Also, wie gesagt,
nach Ostermann hat's nicht geklungen, deshalb war Und nun stand er da. Da waren die Leute, die Menge, er konnte natürlich nicht weiter. Und in der Mitte drin stund die Guillotine. Guillotine. Verstehst du schon, wenn man es ausspricht, hat das Wort was. Lassen Sie sich dieses Wort mal von Menschen vorsprechen, die aus der Hochburg des rheinischen L kommen, aus Köln-Boll. Boll schreibt man ja schon in unaufgeregtem Zustand mit 7L, Boll. Geschweige denn, wenn du operierst bist oder und dass ich die Guillotine. Da spürst du direkt das Fallbeil. Ganz furchtbar. Und jetzt stund da die Guillotine drumherum, die Karnevalisten. Und jetzt kamen da ständig so Leiterwägelchen an. Da waren Menschen in so weißen Kittelchen drauf. Das waren die Aristokraten. Das waren die Grafen von Dingenskirchen, der Graf von Monte Cristo. Und die kamen da an. Jetzt haben die Henker, sind dann runter und haben die dann hochgeholt und haben dann exekutiert. Was das Fell hält, also war wirklich furchtbar. Und jetzt war das so ein Brett. Der Graf von Monte Cristo ist da davor gestellt worden, dann schwuppzack, mit Gürteln irgendwie da dran geschnallt, das Brett nach vorne, nach unten erstmal, dann nach vorne gedeutet, dann kam das Fallbeil, schwuppzack, und dann ist der Kopf in das gefallen, was man damals in Paris die Bredouille genannt hat. Die Bredouille, das war ein Ausdruck, der war ein bisschen so wie Sicke. Der war ein bisschen, hatte Ogu. Also der war aus dem Argot, das war kein sehr stubenreines Wort. Bredouille war das, was so, sagen wir mal, in den Gässchen vom Montparnasse nach unten, wenn die Leute alle da ihre Nachttöpfchen, das war das, was da irgendwie, da gab es ja noch keine Kanalisation. Und die Köpfe sind in dat gefallen. Und diese Bredouille da, also auf schön rheinisch sagt man die Sorte, die Sorte, was da war, also der Dreck, der Morast, der Lehm, die Erde und das Blut, weil die Bredouille hier unter der Guillotine, da war auch das Blut dabei, ne? Weil der Kopf ist ja runtergefallen und der Hals, der Blödmann, immer weiter Blut am Pumpen. Es ist die Organe, ich weiß nicht, ob die Schöpfung sich da was dabei gedacht hat. Ich meine, wenn der Hals sieht, dass er was sehen kann, dann weiß er ja, der Kopf ist weg, dann braucht er ja kein Blut mehr zu pumpen. Aber der Hals immer weiter. Furchtbar, ne? Also. Und da lag jetzt der Kopf da drin und jetzt hatten die Henker die Aufgabe, die Köpfe zum Beispiel vom Graf von Monte Cristo aus der Bredouille zu holen, den Leuten zu zeigen und dann waren die, ja, ja, super, wunderbar. Nur, das war kein schönes Bild. Das war, ich meine, das war ja Dreck, verstehst du, die Köpfe sind in die Bredouille da gefallen. Und das war nicht schön, außerdem mit verschrecktem Gesichtsausdruck, weil wenn der Kopf so schnell vom Rumpf getrennt wird und der fällt runter, der Kopf, der merkt ja gar nicht, dass er am Fallen ist. Sie müssen sich das mal vom Kopf her vorstellen, ne? Also, ne? Weil der Kopf, der sieht, der merkt das nicht, der denkt, der Boden kommt nach oben geschossen, so schwupp, ne? Und fragt sich, oh, wie machen die das dann, so oh, und dieser Gesichtsausdruck, das letzte Gefühl bleibt auf dem Gesicht kleben, ne? Sagen Sie, fragen Sie Gehängte, fragen Sie Ihre Köpfe, die wissen das alle nicht, so oh, ne? Und jetzt war das, oh, und das noch voller Dreck, das Volk hat getobt. Da sind keine Gesichter, dafür stehen wir nicht wochenlang hier in den Tavallerien da rum oder was. Und dann haben die Henker darauf Rücksicht genommen, haben dann mit dem Frühstückskörbchen gearbeitet. Die haben sich in den Hotels Garnido drumherum und haben dann die Körbchen geholt, haben die Brötchen rausgeholt, das Serviettchen. Nur da ist das Problem, diese Körbchen, das sind ja weidengeflochtene Körbchen, die fangen ja irgendwo an. Die sind ja aus Weidengärten geflochten, in der Mitte, da wo du nicht siehst, weil da ist die Serviette und die Brötchen da drüber, da sind dann, ist es dann zusammengenäht. Und das ist dann so ein Zeug, da fällt der Kopf rein. Baff, du siehst aus wie getackert. Das ist ganz furchtbar. Und dann hat einer
dann hat einer der Henker die rettende Idee gehabt und hat da ein Kissen reingelegt. Jetzt hatten die ein Brotkörbchen, Frühstückskörbchen mit dem Kissen drin. Der Kopf fällt da rein, der Kopf völlig entspannt, weil er fällt ja auf das Kissen. So ein Kopf kannst du zeigen, haben die Köpfe gezeigt, das Volk, ah, der Graf von Monte Cristo, wunderbar, ja, schön, prima und noch eins und so. Und das, so ist übrigens das Wort Kopfkissen entstanden. Das kommt daher, nicht? Ja. Ja, ja, sicher, ja klar, nicht? Gut, okay. Nun hat also der Landschaftsverband Rheinland in den Berichten ständig das Wort Bredouille gesehen. Und das ist ein Wort, wenn Sie, also das ist ein schönes Wort, das tanzt schon auf dem Papier. Es schreibt sich Bredouille. Das gehört daher wie ein Sarabon, Bredouille, das ist schon schön. Und da war dann sehr schnell die Meinung, ach, das ist ein Wort, das mögt man haben. Ist das nicht ein schönes Wort? Keiner wusste, wie man ausspricht, aber ja, ein schönes Wort. Und dann hat der Landschaftsverband ganz offiziell einen Brief losgelassen an den Vorsitzenden der französischen Revolution, sehr geehrter Herr Robespierre. Der Brief ist erhalten übrigens, also ich erzähle Ihnen ja keinen. Auf der Bühne zählt nur die Wahrheit. Ja, ich erzähle Ihnen doch keine Geu. Der Brief ist erhalten, gut, im Kölner Stadtarchiv. Aber wir kriegen den Brief noch aus der Bredouille raus, kann ich das sagen, ne? Jedenfalls, also wir hätten gerne, wir sind der Landschaftsverband Rheinland in Köln, wir hätten gerne das Wort Bredouille gekauft. Was soll das kosten und kann man das käuflich erwerben? Postwendend kam die Antwort, in dem Fall vom Danton, das war der mit dem dicken Kopf, mit dem Mayonnaise-Pickel, der war ja Feinschmecker und hatte 2 Silvester in Köln studiert. Das Wort Bredouille könnt ihr haben, kostet 20.000, madet Jod, gezeichnet Danton. Fertig. Und das war natürlich jetzt schon, ich meine, 20.000. Ne? Und da hat der Landschaftsverband, dann gab es Diskussionen und ja, wollen wir das Wort wirklich? Ja, das müssen wir haben, allein schon aus stadtpolitischen Gründen, das passt so gut in die Stadt. Ja, jedenfalls, also dann war die Antwort, ja, wir kaufen das Wort. 20.000 ist eine Menge Holz, aber ich kriege das Geld schon zusammen. Gezeichnet, Trinnekens, Landschaftsverband. Nun kam das Wort. Das war dann so eine Woche später, es kam natürlich nicht mit DHL oder mit UPS, es kam selbstverständlich mit Hermes oder Hermes und die haben ein paar Pröbchen mit dabei gelassen. Nun kam das Wort an, die packen das Wort aus und die sehen in dem Moment, um Gottes Willen, was haben wir dann da gekauft? Weil es hat sich gezeigt, bei Auspacken des Wortes oder Entpacken, wenn es eine MP3, was für ein Wort, Entpacken, verstehst du? Also, gut. Beim Auspacken hat sich gezeigt, das Wort ist mit den rheinischen, sagen wir mal, Artikulationswerkzeugen nicht wirklich kompatibel. Und das liegt an dem B und dem R. Es ist die Hölle, weil der Franzose hat andere Artikulationswerkzeuge. Ich meine, der ernährt sich auch anders. Also wenn ich jeden Morgen so schön Gänsestopf lebe, da spreche ich auch ein B und ein R aus. Das ist mir dann egal. Aber das geht normal nicht. Und das hat Gründe. Ich zeige es Ihnen mal am anatomischen Modell. Nehmen wir es an, da hätte man einen Kopf. Jetzt schneiden wir den mal durch. Weil die Hälfte brauchen wir nicht. Da hätten wir also jetzt eine halbe Kopf. Da haben wir ein Auge, die halbe Nase, der halbe Schnäuzer, der halbe Oberkiefer hier, der ganze wäre ja so, halbe Oberkiefer hier, der Zäpfchen, der guckt in den Hals. Dann hätten wir hier der Unterkiefer, da die Zunge. Jetzt nehme ich das mal weg, damit Sie das besser gucken können. Schön. Jetzt haben wir hier Oberkiefer, da haben wir das Zäpfchen. Das Zäpfchen hat 2 lebenswichtige Aufgaben. Das Zäpfchen muss zum einen verhindern, dass Dinge hochkommen. Was ja schon mal sein kann. Da hast du vielleicht, was weiß ich, 32 Kölsche getrunken und dazwischen war ein Alt. Ja.
da bist du fertig. Das Alt will natürlich raus. In dem Moment, wo der Zäpfchen sieht, da kommt ein Alt geflohen. Schwupp, zack, setzt sich drauf und das Alt wird weiter unten entsorgt. Schön. Das ist aber nur ein Teil der Aufgaben vom Zäpfchen. Der zweite Teil der Aufgaben vom Zäpfchen ist, der Zäpfchen muss in den Hals gucken und muss gucken, was kommen da für Buchstaben mit den Luftblasen hochgeflogen. Weil das Zäpfchen ist der Koordinator für die Artikulationswerkzeuge. Ich meine, die Zähne, überlegen Sie mal, die Zähne, die wissen nicht, wann sie ein Z oder S auszusprechen haben. Die Zähne, der Zahn als solcher, der ist ja sowas von blöd, der muss das schon gesagt kriegen. Da muss der Zäpfchen sagen, der guten Z, aha, Z, sprechen die das dann aus. Und jetzt guckt der Zäpfchen in dem Fall in der Haus und da sieht der Zäpfchen, da wird das Wort Bredouille geflogen. Und das fängt mit dem B und mit dem R an und sagt, da gibt ein B und ein R. Die Zähne natürlich, ja, haben die sie noch alle, ich bin ja so ein B oder ein R, wer soll das denn machen? Und dann geht das weiter, das B ist nun ein Labial- oder Lippenlaut. Das B wird vorne von den Lippen gebildet, B. B, B. Das R dahin, wo jegen ist ein Zahn- oder Dentallaut, das wird von innen mit der Zungenspitze jegen die Zähne getrillert. Und das in schneller Abfolge. B, R, B, R, B, R. Dazwischen aber sind die Zähne. Und die Zähne sind das Problem, die Drecksäcke, weil da ist die Zunge, schwupp, zack, ist die Zunge abgehakt oder was, das ist nicht schön. Nicht schön. Jetzt weiß der Unterkiefer natürlich, dass da ein B und ein R geflogen sind. Der hat das ja auch mitgekriegt. Und der Unterkiefer, der schiebt sich jetzt schon mal prophylaktisch ein bisschen nach vorne, damit da ein bisschen Platz ist zwischen Oberzänk und Ungerzänk. Jetzt kann die Zunge sich hier bewegen, ohne dass sie befürchten muss, dass sie abgehakt wird. Nur, wenn sich der Unterkiefer nach vorne bewegt, B, B, dann wird das ganze Gesicht ein bisschen schwerfällig. B, B. Das R, die Zunge, die muss ja das R gleich gegen die Zähne von innen trillern. Die Zunge, wenn der Unterkiefer so nach vorne geht, die geht zurück, die schwirrt an. Die Urologen haben uns gesagt, die Zunge ist ein Schwellkörper. Hm? Ja. Was die Urologen da oben verloren haben, das würde mich auch mal interessieren. Ne? Herrgott nochmal, ja, ist doch wahr. Ne? Ne? Also, ne. Und da kriegt das Ganze eine gewisse Schwerfälligkeit. Brr, 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 brr. Das klingt so, als käme es aus der kalten Heimat. Die Bredouille. Und das will jetzt der Landschaftsverband nicht, dass ein Rheinländer, nur weil er das Wort Bredouille aussprechen muss, so klingt, als wäre er gestern noch über die kurische Nährung geritten oder was. Das ist ja Quatsch. Also deshalb hat der Landschaftsverband gesagt, zementen mal. Da machen wir Folgendes. Wir haben hier das B, wir haben hier das D, dann lassen wir das R vom B fort deue hinter das D. Dann haben wir nicht Bredouille, sondern Bedrouille. Und das geht locker, weil das D ist ein Zahnlaut, wird von innen gegen die Zähne geknallt. Das R ist ein Zahnlaut. Wir haben also D, R, da sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Und dann ist es, sprechen Sie es aus, Bedrouille, Bedrouille. Geht sowas von geschmeidig rüber. Und da geht ja noch dabei, dass sich der Landschaftsverband gesagt hat, also wenn jetzt einer bis zum D nicht geschnallt hat, worum es sich dreht, dann wird ihm das R hinterm B jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Ja? Also nur Quatsch. So ist das Wort ins Reine gekommen. Gut, und in der Bedrouille war ich wegen der Winterreifen. Ja, sicher. Ja, klar. Und, ja. Und deshalb habe ich in der Werkstatt angerufen, den Herrn Schäfer, einer meiner Favoriten Rheinländer, und habe gefragt, Herr Schäfer, wie lange braucht er dann für die Winter? Ja, so hat er 2 Stündchen. Also war mir klar, ich nehme den Laptop mit, weil wenn die 2 Stündchen für die Winterreifen aufzuziehen brauchen, dann nehme ich den Laptop mit, kann da was schreiben. Ich also komme dahin.
Ich gebe dir meinen Schäfer, der Schlüssel, und sage, Herr Schäfer, dann macht ihr mal. Ich bräuchte Plätzchen, ich muss ein bisschen schreiben. Habt ihr Plätze, wo ich mich hinsetzen kann? Ja, sicher, Becker. Hier, die Lounge. Lounge. Lounge ist ja nun etwas, was seit 15 Jahren liebe ich, dieses Wort. Die Lounge! Lounge! So viel kann's, ach, wie das klingt, die Lounge. Mittlerweile weiß ich, also Lounge ist überall da, wo Leder ist. Egal ob Leder sitzt, Leder Couch, Leder Strapse, Leder Tisch, dann ist eine Lounge fertig. In der Lounge kriegst du auch immer ein Tässchen Kaffee serviert. Da muss ich jetzt mal einschränken, weil die richtigen Kölschen, die würden, stoßen sich dran. Man kann das nicht sagen. Du kannst nicht sagen, Tässchen Kaffee. Das geht nicht. Du kannst das Kaffee sagen. Das kannst du sagen. Das Kaffee, du kannst blaue das Kaffee, grüne das Kaffee, riesen das Kaffee, ist ja. Mit das Kaffee kannst du alles sagen. Mit Tässchen Kaffee musst du unbedingt das Wort lecker mit dabei sagen. Das geht nicht anders. Setzen Sie sich mal ins Café Reichardt gegenüber vom Dom hin und tun Sie da mal, wenn Sie gefragt werden, ja, was darf denn sein? Sagen Sie, ich hätte einen Tässchen Kaffee. Da wirst du angelurrt, das kämen Sie aus Bielefeld, das schwöre ich Ihnen nicht. Nein, Tässchen Kaffee geht nur mit dem Wort lecker, es heißt lecker Tässchen Kaffee. Ich hätte Sie ein lecker Tässchen Kaffee. Wissen Sie, woher das kommt? Das lecker Tässchen Kaffee, das kommt aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und zwar war das so, nach dem Ersten Weltkrieg gab es natürlich Bohnenkaffee, klar. Nur er war unerschwinglich teuer. Und wenn du jetzt eine schöne ausgeführt hast und du hast dich mit ihr ins Café Reichert gesetzt, du konntest dir Bohnenkaffee, konntest du dir nicht leisten. Du musstest dann natürlich Ersatzkaffee bestellen. Das war der berühmte Muckefuck. Die Verballhornung des Wortes Mokka war der Muckefuck. Und nun hast du dann bestellt, ja, ich hätte gern zwei Tässchen Muckefuck. 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 Das ist ein Wort, das ist unangenehm. Das hört man auch weit. Muckefuck. Das hörst du 10 Tische weiter. Verstehst du? Und da natürlich haben sich alle nach dir umgedreht. Oh, was haben wir dann heute wieder für ihr Socks sitzen? Muckefuck. Nun ist die rheinische Sprache eine fürsorgliche Sprache. Sie möchte nicht, dass der Rheinländer sich blamiert, nur weil er Muckefuck sagen muss, oder was? Ne? Außerdem, was man da für ein Gesicht macht, Muckefuck, das sieht nicht schön aus. Ne? Das möchte der. Und sofort hat der Volksmund die Lösung gefunden. Wer, und das ging schon ab 1920 circa los, wer ein Tässchen Muckefuck bestellen wollte, der hat nicht mehr gesagt, ich hätte gerne ein Tässchen Muckefuck, sondern der hat gesagt, ich hätte gerne ein Tass Kaffee. Das Kaffee klingt wie Tasse Kaffee, hören Sie, wie das Kaffee, das war unverfänglich. Nur, was hat denn der gesagt, der jetzt ein Tässchen Bohnenkaffee haben wollte? Der hat dann gesagt, und ich hätte Sie einen lecker Tässchen Kaffee. Lecker Tässchen Kaffee bedeutete Bohnenkaffee. Und vielleicht nur, weil es so schön springt, so schön tanzt, lecker Tässchen Kaffee, weil es die Wirkung vom richtigen Bohnenkaffee vorwegnimmt, dieses tanzende Wort, Dreigestirn, lecker Tässchen Kaffee. Vielleicht hat sich deshalb so lange gehalten. Im Moment fängt es an auszusterben, was ich schade finde. Fände ich schon schön, wenn sich das erhält. Lecker Tässchen Kaffee. Nur, das, was ich da in der Lounge, verstehst du, jetzt Kredenz bekommen habe, das hat mit Lecker Tässchen Kaffee nichts zu tun. Ja? Deshalb gucke ich seitdem immer, was haben die da für Kaffeemaschinchen? Wenn ich in irgendeiner Lounge, am schlimmsten ist die Bundesbahn-Lounge, ich kann nicht sagen, boah, ne, da gucke ich immer. Und wenn ich da als Kaffeemaschinchen so was sehe, sagen wir mal, das würde Tisch. Und ich sehe da so einen krummen Arm da drauf. Dann nicht mit mir. Ne, das ist das Philipsen-Seo. Ne, Philipsen-Seo. Wenn der Holländer schon mal anfängt, Kaffee aufzuschütten, ich glaube es, ja. Das hier, der Holländer, die sagen ja auch, Kaffee ist klar. Warum? Weil du durch die Blöre durchgucken kannst. Und, hey,
Und dann liefert dir der Herr Philips, liefert dir dann so Bats, so nennt er das. Bats mit Bats, das sind so runde weiße Kissen. Die sind in der Mitte ein bisschen geschwollen und da, sagt der Philips, da wird Kaffee drin. Dem kann ich nur rheinisch entgegenhalten. Das wüsste ich ever. Kaffee! Oh nein! Furchtbar! Nein! Das hat mit Kaffee überhaupt ja nichts zu tun, was da drin ist. Das, wissen Sie, was das ist? Jeder Änderungsschneider kennt das. Die Kaffee-Bats, so in Anführungsstrichen, das ist nicht Kaffee, das sind die Schwitzkissen hier für die Anzüge. Das ist das Zeug. Oh, nee, furchtbar. Gut, egal. Also, ich will ja da keinen Krach haben. Ich hol mir das. Lecker, nee, das Tässchen Kaffee. Ich stell das auf den Couchtisch, da jede Lounge hat ja einen Couchtisch, der ist in der Regel 17 cm hoch. Da weiß ich nie, wie der Kaffee umgewöhnt hat. Es ist furchtbar. Und dann klapp ich den Laptop-Deckel davor hoch und fertig ist die Laube. Dann sehe ich das Elend in der Tasse nicht mehr schön. Und bin nun am Schreiben. 2 Stündchen, gehen schnell ins Land, wenn du umschreiben, bis am Hacken machen tun. Nun kommt der Herr Schäfer mir entgegen, so er kommt durch die Autos da in dem, Entschuldigung, nein, durch das Showroom, das heißt heute Showroom, weil die Autos, bevor du sie kaufst, sind ja am Tanz, boah, das ist ja der Hammer. Kommt er durch das Showroom, schwenkt die Schlüssel. Und da freue ich mich schon, weil er mit einem Satz kommt. Das ist ein klassischer rheinischer Satz. Der Duden rümpft die Nase, sagt, das wäre unkorrekt. Es ist aber korrekter, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Er sagt, Herr Weikersch, ich wollte nur sagen, der Wagen wäre dann soweit fertig. Und das ist richtig. Hochdeutsch wäre, nach Duden müsste man sagen, Herr Weikersch, der Wagen ist fertig. Nur... Ad 1 frage ich Sie, ist überhaupt irgendwann irgendwas fertig? Natürlich nicht. Können Sie sich einen Satz vorstellen wie, der Kölner Dom ist fertig? Nein, schon chromosomenhaft nicht denkbar, so ein Satz, weil du jedet immer jetzt zu Brassel. Zum anderen aber, der Rheinländer kann sowas nicht sagen im Indikativ, der Wagen ist fertig. Warum? Weil die Welt ist eine Welt voller Möglichkeiten. Was soll ich darum im Indikativ? Der Indikativ schreibt fest, der Wagen ist fertig, da gibt's keine Bewegung mehr, aber weiß man's. Vielleicht fährst du raus und dann fällt 5 Meter vor der Werkstatt, sind zwar die Reifen dran, die Winterreifen, aber der Auspuff fällt runter. Ja, da kannst du doch nicht sagen, der Wagen ist fertig. Dagegen nimmt der Rheinländer nicht den Indikativ, sondern den rheinischen Indikativ. Der rheinische Indikativ ist der Konjunktiv, weil nur die Möglichkeitsform zeigt, dass das Leben voller Möglichkeiten ist. Deshalb sagt der Herr Schäfer zu mir, nicht der Wagen ist fertig, sondern Herr Beckerscher, der Wagen wird dann soweit fertig. Was richtig ist, weil die Winterreifen sind dran und falls mir der Auspuff runterfällt, wird er mir sagen, ja, ich habe ja auch nur gesagt, er wird dann soweit fertig. Ne? Das ist schon schön und das ist auch juristisch korrekt, muss man sagen. Nun sitze ich da, er kommt mit dem Satz, Herr Beckerscher, der Wagen wird dann soweit fertig. Ich freue mich drüber, weil sowas finde ich einfach wundervoll. Und dann sieht er, und das ist jetzt wirklich wahr, dann sieht er, dass ich am Schreiben bin. Dann guckt er und sagt, Herr Beckerscher, was machen Sie denn da? Ja, sage ich, Herr Schäfer, ich bin schwerstens in der Bedrulle. Ich schreibe mein neues Buch, ich muss bis zum 20. fertig sein. Und ich weiß nicht, ob... Da guckt er mich an und sagt, Buch schreiben aus dem Kopf. Ich meine, ich möchte es mal so sagen. Wenn man sowas erleben darf, da springst du auf, da dankst du deinem Herrgott, dass er dich im rheinischen Universum leben lässt. Ich meine, ich weiß nicht, woraus andere ihre Bücher schreiben. Ich...
Oder hier, Juni 2008. Ich spiele eine Woche im Senftöpfchen-Theater, Sie wissen schon, hinter der Philharmonie, bei der Alexandra, der wundervollen Prinzipalin. Da spiele ich eine Woche, etwa wärm, etwa schwül, etwa drückend die Scheinwerfer, also direkt im Gesicht hängen, verstehst? Und du bist am Schwitzen, was das Zeug hält. 3-4 Liter Wasser, alles in die Schuhe. Oh, Mann. Ich freue mich dann natürlich, dass ich dann, wenn die Vorstellung vorbei ist, dass ich dann noch kurz an der Theke beim schönsten Mann Görns Franco ein Gläschen Wein trinken kann. Und seit 30 Jahren kennen wir uns in gute Freunde. Franco ist übrigens, wo Sie gerade sagen, Apulien. Ja, Franco ist... Franco kommt aus Taranto. Taranto, das ist da, wo die Italiener sagen, das ist il Tacco. Aus Tarent, da haben die alten Griechen ca. 700 vor Christus die erste Reiskolonie gemacht. Und Francos Großeltern waren damals schon dabei. Und er kam vor 40 Jahren nach Köln. Franco spricht dieses wundervolle Italo-Deutsch. Er spricht ein feines Deutsch, hat einen großen Wortschatz. Er gehört aber zu diesen feinen Italienern, die kriegen also die Deutschen, die haben, sagen wir mal, mit den Konsonanten. Es ist aber auch furchtbar. Mein Gott, was wir Konsonanten haben. Hier, jeder Pizzakellner, wenn du bezahlst, fragt er, es hat gut geschmeckt. Dieses Wort geschmeckt, schmückt. Das ist für Italiener der Tod, das ist das Koma, das ist der Artikulationszusammenbruch, das geht nicht, geschmeckt, weil schmückt, das geht nicht. Weil der Italiener, der muss da ein A, ein E dazwischen schieben, damit es schöner läuft. Und das heißt natürlich nicht, kein Pizzakellner wird sie fragen, es hat gut geschmeckt, er wird sagen, es hat da gut geschmeckt. Ne? Und so ist es schön, ne? Und so ist es wunderbar, das fließt, es hat da gut geschmeckt. Und hier Franco. Franco ist ein Meister in dieser Hinsicht. Jahre her, da komme ich auch wieder nach der Vorstellung zu ihm und wir plaudern so immer Kauderwelsch, Italo-Deutsch. Und er sagt dann, oh, habe keine Zeit, muss er weg. Sag hier Franco, ja, was ist los? Er war ganz nervös. Ja, muss er weg. Er sagt, Franco, um Gottes Willen, wohin musst du denn? Ja, muss er weg, aber Verabredung. Verabredung, schön, wo hast du denn die Verabredung? Ja, sagt Franco, in Canapasaccaurt. Da musste auch ich bin gewandt bei diesen Dingen, ein bisschen überlegen. Canapasaccaurt heißt Knappsack hört. Ne? Ja, da bist du schon fertig mit der Welt. Ja, also, nein. Auf Franco lasse ich, aber das meine ich jetzt wirklich ernst, wirklich überhaupt nichts kommen. Franco ist ganz wunderbar. Und es ist nicht nur meine Meinung, seit 30 Jahren sind die kölschen Mädchen auch hinter Franco. Jedenfalls, wo waren wir dran? Ich komme nun an die Theke und wir plaudern ein bisschen. Und nun gegen Mitternacht, das wollte ich an für sich erzählt haben, immer noch wahre Geschichten aus dem rheinischen Universum, sitze ich im Wagen für nach Hussfürze fahren. Ich fahre die komfortable Köln-Bonner Autobahn, die eigentlich Bonn-Kölner Autobahn heißen müsste, weil sie ist nicht dafür gebaut worden, dass die Kölner nach Bonn, sondern sie ist gebaut worden, dass die Bonner nach Köln fahren können. An für sich könnte man auf die drei Fahrspuren von Köln nach Bonn verzichten, weil kein Kölner ist jemals nach Bonn gefahren. Nun fahre ich da, also die historische Autobahn Richtung Bonn. Ich bin um 12:30 oder was bin ich in Bonn, Verteilerkreis Bonner Norden, und lande da in einem Stau. Und zwar nachts um 12:30 lande ich in einem Stau auf der Köln-Bonner Autobahn Richtung Bonn. Also das ist schon... ich lande im Stau. Es ist dunkel, die Autobahn ist verqualmt, alles steht. Dahinter sind, ist Knauber, Obi, Zeusch, nee, Praktiker haben wir nicht. Ich wollte jetzt gerade alle nennen, damit wir nicht im Fernsehen in die Bedrohle kommen, hier mit Schleichwerbung oder was. Aber dahinter sind also diese Art von Läden. Und da dachte ich schon, dann sind die Ölfässer umgefallen, alles ist auch verqualmt. Aber ich lande in dem Stau, es geht gar nichts mehr.
Und ich guck mich natürlich um. Ich sehe, dass die vor mir, die hinter mir in den Autos auch alle ratlos sich umgucken. Ich guck nach links. Was sehe ich? Die Bonner Müllverbrennungsanlage. Ich sehe der Trinnekensturm da. Und aus dem Trinnekensturm, da kommen Flammen. Aber frag nicht nach Sonnenschein. Wirklich Flammen, unglaublich. Da drüber giftgrüne, giftgelbe Wolken. Da drüber schwarze, fette Rußwolken. Der ganze Schmodder wälzt sich auf die Autobahn runter. Also es war ein ziemlich endzeitiges Szenario, sehr apokalyptisch. Und ich sehe nun in diesem Qualmwolken, sehe ich vorne die Andeutung von zwei Blaulichtern, Mannschaftswagen, Polizei, was weiß ich, technisches Hilfswerk, man weiß ja nicht, wer alles 10.000 Meter unter Wasser arbeitet. Jedenfalls, also schon irgendwie, ich höre eine Lautsprecherdurchsage, eine von diesen, wo man nie ein Wort versteht. Schön, wunderbar. Jetzt ist es ja so, wenn du da schon mit dem Auto stehst, du siehst die Giftwolken auf dich zukommen, du hast nur einen Gedanken, sofort die Klimaanlage ausmachen, habe ich im Handschuhfach eine Gasmaske und du hörst, dann möchtest du wissen, wenn ich schon sterben muss, woran sterbe ich dann? Also, da, ja, natürlich, dass wenn du oben an die Himmelsport küsst, der Petrus sagt, ja, woran bist du dann gestorben? Dann kannst du sagen, ich wort nicht. Ne? Also, die da, ne? Das ist wichtig, ne? Wer weiß. Und also, das heißt, alle wollten wir wissen, ja, woran stirbt man denn? Das bedeutet, alle, auch ich, keine Sekunde überlegt, nach der Durchsage, erstmal die Fenster aufmachen, um überhaupt zu hören, was ist dann da los. Nun hören wir alle, auch ich, die Durchsage, Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei, bitte schließen Sie sofort alle Fenster. Schön. Jetzt ist der Rheinländer, wenn er manierlich um was gefragt wird, dann ist er ein durchaus kooperativer Mitbürger, also so ist er nicht. Der Rheinländer schwupp mir alle, natürlich, ich auch, die Fenster hochgefahren und... Wir leben aber im rheinischen Universum. Und was ist passiert? Nachdem wir uns selbst schützend alle die Fenster hochgefahren haben, passiert Folgendes. Auch ich habe es gemacht, ohne eine Sekunde zu überlegen. Und nachher dachte ich mir, mein Gott, ich bin nicht mehr Immi, ich bin richtig gebürtiger Rheinländer mittlerweile quasi. Alle Türen auf, alle raus, alle gucken. Nee, ist das dann einfach, guck dir mal. Nee, das ist so, die Hand, die Hand, da, nee. Ja, ich meine, ist das nicht wunderbar? Aber so muss es doch sein. Ich bin nach Haus gekommen, ich habe dem Festkomitee davon erzählt, wir haben Tränen gelacht und machen so ein Fläschchenwinken auf. Und das ist schön und das wird 3 Uhr. Ja, so ist das Leben ein Vergnügen. Schön, wo waren wir dran? Oder zum Beispiel Liechtenstein. Liechtenstein, Janava, auch ein Wort wie eine Gurkenmaske, Janava, 20 Mal Janava, technisch ausgesprochen und die Falten sind weg, kann ich Ihnen sagen. Also Janava, 2008, Sie erinnern sich noch, Liechtenstein, das war da, wo dieser Drecksack die CD mit Kundendaten, Bankkontendaten, verstehst du, hat der von Liechtenstein rüber an die Staatsanwaltschaft Bochum verkloppt. Wir wissen noch, die Dinge, die Zeitung, die nicht genannt werden will, mit den 4 Buchstaben, also keine Kölner Zeitung, die hat geschrieben, 1,7 Millionen Euro hätte dafür gekriegt, dass er die CD rüberbringt nach Dinges. Mag ja sein, ich habe darauf gewartet, hat er das versteuert? Davon haben wir nichts erfahren. Liechtenstein. Und der hat ja irgendwie, also Menschen, die da Steuergelder oder Zeug nach Liechtenstein gebracht haben, das hat er nach Staatsanwaltschaft Bochum verkloppt. Und übrigens ist das heute gar nicht mehr möglich. Nee, möglich schon, aber nicht mehr nötig. Ich habe
Ich habe von einem hohen Finanzministerium, die haben noch einen Ableger in Bonn, das Bundesfinanzministerium hat einen Ableger in Bonn, eine Abteilung, und die sind ausgerechnet da, die sind in Bonn, ich sag mal die Adresse, am Dickobskreuz. Das ist, wir haben in Bonn nicht viel. Wir haben vielleicht 150 Meter Straßenstrich, und genau da sind die. Man kann sich auch die Dinge aussuchen. Gut, jedenfalls, da ist das Bundesfinanzministerium, und das ist sicher schön. Ne? Also, ist auch schön, wenn du rauskommst von der Arbeit, noch ein bisschen Leben vor der Hütte. Da habe ich erfahren, dass es mittlerweile nicht mehr nötig ist, CDs mit wirklichen Kontendaten zu verkloppen. Mittlerweile langt es, das hat er mir wirklich erzählt, es langt, wenn man ankündigt, man hätte eine CD. Das langt dafür, dass 800 bis 1000 Steuersünder sofort sich freiwillig melden. Du sagst einfach, ja, da kriegen wir eine CD nach Württemberg. CD über Steuersünder haben wir aus Liechtenstein gekriegt. Sofort, schwupp, zack, 1000 Mann. Jede einzelne Meldung, sagte mir der, ist gut für gut 1 Million Zeug. Da musst du mal den Italienern erzählen, dass du nur sagen musst, du hättest eine CD, und schon zahlen die Deutschen freiwillig. Das sind bekloppt, die Deutschen. Aber gut, also wie gesagt, da war nun die CD, da waren ja Daten drauf. Und da waren überwiegend Daten drauf von Göllner, mittelständischen Unternehmen, und die Aufregung war groß, kann ich sagen. Ich kenne ein paar Leute, die mit der Klientel zu tun haben, ehrenwerte Klientel natürlich. Da war ja nur noch im ganzen Januar die Frage, stehe ich auf der CD drauf, stehe ich nicht auf der CD drauf, wenn ich nicht auf der CD stand, warum stehe ich da nicht drauf? Du warst ja gesellschaftlich tot, wenn du da eine Trupp standst. Es soll Karnevalsvereine, Gesellschaften gegeben haben. Die nicht auf der CD-Trupp stunden, von der ersten Reihe im Gürzen nicht zurück auf die 17. Reihe gesetzt. Verstehst? Ja, da bist du fertig mit der Welt. Ja! Nur, es geht ja noch wegen Liechtenstein. Liechtenstein ist ein kleines Land, das wissen wir ja. Aber Liechtenstein, sagen wir mal anders. Ich war von Kindheit an ein Fan von dieser Rubrik, die gibt es schon seit 200 Jahren. Wussten Sie schon das? Bonk, bonk, bonk. Gerne die Wochenendbeilagen. Prisma hat es leider nicht mehr. In der Zeit, wo Prisma noch hinten die Anzeigen von dem Versand hatte, wo die kleinste Nähmaschine der Welt drin war, oder die Mohrrübenpillen, wo du innerhalb von 2 Tagen Haare bis zu den Enkeln, bis zu den Knöcheln gekriegt hast, diese wundervollen Dinge, da war das noch drin. Wussten Sie schon das? Das ist leider vorbei. Ich bin das erste Mal auf diese Rubrik Wussten Sie schon das gestoßen im Bustertal als kleine Bandstoff von 6 Jahren, weil meine Mama das Beste aus Reader's Digest abonniert hatte. Damit ein bisschen Kultur, wie sie dachte, nach Bruneck kommt. Und da habe ich dann immer geblättert, und da war dann diese Rubrik, wussten Sie schon das? Ich hatte damals schon so einen Hals. Weil bei wussten Sie schon das, kriegst du Antworten auf Fragen, die hast du weder jemals gestellt, noch haben sie dich jemals interessiert, und jetzt hast du das Riss im Kopf. Ja, und du kriegst das nicht mehr raus. Und dann habe ich mal ehemalige Kollegen, Psychologen, Z-Y-S-C-H, Psychologen, gefragt, die in der Abteilung Traumatologie tätig sind, die wissen das, wie kriegt man so ein Zeug wieder aus dem Kopf raus? Also wenn du so ein Trauma jetzt da drin hast, wie kriegst du das raus? Und die haben mir gesagt, möglichst vielen Menschen erzählen, wussten sie schon, dass Liechtenstein, das ist wirklich wahr, was ich Ihnen jetzt erzähle, dass Liechtenstein zusammen mit Usbekistan das einzigste Land der Welt ist, was nur von Binnenländern umgeben ist? Ich schwöre Ihnen, das haben Sie nicht gewusst. Ne? Jetzt wissen Sie es. Ne? Und ich habe es aus dem Kopf. So. Wunderbar. Nun,
Nun war also die Aufregung, wir erinnern uns da noch, die war natürlich riesengroß mit dem Liechtenstein und stonnisch, ob der CD drupp oder nicht. Und da schreiben wir erster Samstag im März, das ist der Samstag vor der Weinmesse in Düsseldorf. Die fängt immer am ersten Sonntag im März an. Am Samstag aber ist auf dem Schloss oder im Schlosshotel Beensberg ist da immer der Wine Award. Der Wine Award vom Feinschmecker Weingourmet ausgerichtet, das ist so, da sagt man nicht Weinmedaille, Weinpreis, man sagt Wine Award in Anerkennung der größten Weinkenner aller Zeiten. Das sind die Engländer. Ja. Ich meine, wer die Blöre überlebt, die sich in den Hals schütten, der verdient auch einen Wine Award. Und der ist immer da. Ich hatte da ein paar Mal moderiert und seitdem bin ich da und alles, alles wunderbar. Schlosshotel Beensberg. Muss vielleicht dabei sein, Schlosshotel Beensberg, das ist nicht nur irgendein Schlosshotel. Schlosshotel Beensberg. Das hat 20 Sterne allein im Hochbatter. Und da kommen die Zimmer noch dabei, das ist der Hammer, kann ich sagen. Für Kölner muss ich jetzt auch dabei sagen, für die richtigen Kölschen. Das ist für die Kölner ein bisschen ein Stachel im Fleisch, dass das Schloss Beensberg nicht von Kölnern gebaut worden ist. Es ist von Düsseldorfern gebaut worden. Ja, es hat der Jan Wellem gebaut. Für seine zweite Frau, die war eine Medici aus Florenz. Das war, weil er, der Jan Wellem, da, Bergisch Herzog und Fürst von Düsseldorf, wollte an für sich noch ein Papst gefahren sein, ist in Florenz hängen geblieben, hatte Loch in die Schuhe, wollte ein paar Stiefel kaufen. Dann haben sie ihm gesagt, die schönsten Stiefel, jetet nicht auf der Mittelstraße in Köln, die jetet in Dings und Ponte Vecchio in Florenz. Dann ist er da bei Gucci rein und jetzt war ein lecker Mädchen da und die hat ihm die Stiefel gezeigt und dann hat ihm ein Paar und die Augen von dem Mädchen besonders gut gefallen. Und dann hat er gesagt, ja, davon 50 Stück, aber das bis übermorgen. Ja, wir haben Schuster in Shanghai, die machen. Das ist ja kein Thema. Und das Mädchen, das war eine Medici, die hat da ein Schülerpraktikum gemacht. Und er hat ihr was erzählt, woher er käme und Düsseldorf und von der Küferstöße am Schwade, was das Fell hält. Und das Mädchen wusste nichts vom Leber. Der, ja, sie kommt mit. Und dann sind die nach Düsseldorf gefahren. Dann steigen die in Düsseldorf aus, verstehst du? Und dann hat er erstmal der Ürige gezeigt. Und gut, mehr war da auch nicht. Und gut, sie ist dann doch da geblieben und damit sie es schön hat, hat er ihr nun das Schloss Beensberg dann gebaut. Da ist sie dann hin, hat mal nach Köln geguckt und dann ist sie wieder zurück. Jedenfalls war schön. Und da war der Wine Award und mir nun schön. Also mir, da meine ich Festkomitee und ich und wir hatten ein paar Freunde dabei, ein paar Winzer von der A, wunderbar. Und wir haben Spaß gehabt und irgendwann wurde es Mitternacht, wir hatten Weine verköstigt, wie man sagt. Das heißt, wir haben gekippt wie die. Schön. Und jetzt war natürlich die Frage, irgendwann muss man nach Hause fahren. Und Mitternacht. Und es war klar, fahren, nee, das geht jetzt nicht mehr. Ich hatte dann den Festkomitee vorschlagen, dann lassen wir doch zu Fuß laufen. Ja, es ist so viel, ist auch nicht. Du gehst vom Beensberg der Berge herab, dann durch die Köln-Bonner Bucht und den Godesberg der Berge herab. Also bitteschön. 3 Tage später sind wir da, was soll der Quatsch? Ja. Aber Festkomitee meinte dann, nee, ich hätte kein festes Schuhwerk an. Nun also sind wir die Treppe raufgegangen durch der Saal in ein Teppichflur. Die haben der Althof vom Schlosshotel Beensberg, die haben einen Teppichflur, 20 Sterne. Teppichflur, da brauchst du so hoch, da brauchst du ein Schwimmflügelchen, um da überhaupt durchzukommen. Das ist der Wahnsinn. Wir nun also runter und nun sehen wir das Foyer umdekoriert. Das Foyer umdekoriert für einen kleinen Mitternachtsimbiss, aber hallo! Vom Feinsten. Da waren Städtische, alle mit Schlauchhussen. Auf den Schlauchhussen Champagnerkelche, Mundgeblasen. Dann schöne Kristallvasen von polnischen Glasbeißern, mundgebissene Kristallvasen mit Gemüse. Ja, hallo, mit Gemüse da drin. Und du kommst an die Schlauchhusse dran. Ich wusste bis zu diesem 3. oder 4. März 2008, weder, dass es Schlauchhussen gibt, noch wie das Zeug heißt. Schlauchhussen, das sind Hussen, wie soll ich sagen, über der Städtisch so Spack
hier spannt. Das sind Hussen, die gehen so unten so zusammen. Also, wie soll ich sagen, heben die Büste, ohne die Taille überzubetonen. Das ist die Schlauche, das sind quasi so Strumpfhosen für Städtische. So schwupp, zack, fertig. Nicht? Und jetzt gehst du, sag ich noch für das Festkomitee, bevor wir die Taxifahrt jetzt da durch das Köln-Bonner Becken, da lassen wir noch ein kleines erfrischendes Kaltgetränk noch, ne, irgendwie perlend oder was, zu uns nehmen. Also mir an die Schlauchhose dran. Jetzt ist es ja so, wenn du in so einem edlen Ambiente, in so einer Location, Location muss man sagen, wobei die meisten immer vergessen, dass Location vom lateinischen Locus kommt. Aber bitteschön, ja. Wenn du in so einer Location stehst, an so einer Schlauchhose, dann möchtest du natürlich schon den Eindruck erwecken, als stündest du ständig an so Schlauchhussen. Also ist die Frage, ja sicher, ich habe ja auch allein von der Küche am Klo 20 Schlauchhussen stehen. Also ist die Frage, wie stellt man sich gekonnt an so eine Schlauchhusse? Du stellst dich dran, es ist schon klar, du musst, vor 20 Jahren hätte man gesagt, man muss da lässig dran stehen. Vor 10 Jahren hätte man gesagt, man muss cool dran stehen. Heute muss man sagen, du musst gechillt dran stehen. Also an der Schlauchhose musst du gechillt stehen. Wie steht man gechillt an der Schlauchhose? Arm obendrauf, schwupp, hier haben wir die Tischkante, schwupp, der Arm erstmal gechillt nach unten hängen lassen. Normal. So weit, so gut. Nur, ne, was macht die Beinarbeit? Du musst ja mit dem Bein auch irgendwie einen gechillten Eindruck erwecken. Also irgendwie so. Ne? Schön. Ja, jetzt hast du, nur mach das mal, wenn da eine Schlauchhusse dranhängt. Verstehst du? Die Schlauchhusse, das ist ein Gewebe, das sind Spinnennetze, Teflon, der Jäger. Ich oben der Arm, ich lass gechillt hängen, ich will jetzt mit dem Fuß rüber. Schwupp, ich bleib da drin hängen. Alles klebt an mir, die ganze Schlauchhusse. Ich weiß nicht, wohin mit dem Fuß. Es wird immer schlimmer. Du fängst an zu wackeln und plötzlich, paff, du fällst auf den Rücken, hast hier die stetig dran hängen mit der Schlauchhusse. Das Gemüse in die Uhr. Und dann musst du auch noch sagen, Prosecco, nur im Liegen, ja. Ja, bin ich dann beklappt. Nee, 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 nee. Also, ich bitte Sie. Nee. Also, ich rappel mich mühselig wieder hoch, natürlich, schwupp, haben wir die Schlauchhose aufgestellt. Und jetzt stehen wir da, als wäre nie was gewesen. Und da passiert nun Folgendes, Thema Liechtenstein. Es kommt ein bekannter Kölner Fachanwalt für Steuerwesen. Sie, viele von Ihnen kennen, ich muss jetzt nicht den Namen nennen. Er ist auch bekannt als begnadeter Hobbykoch. Ein Hans Dampf in allen Gassen, wundervollen Kölsches Original. Kützo Ahn, auch er mit Festkomitee bewaffnet. Und wir freuen uns schon, weil das Thema Liechtenstein und nun kommt ein Fachmann. Und er kütt und ich sage, ach Mensch, du auch hier, wie ist es dann und so. Und sag, was hältst du dann vom Thema Liechtenstein? Daraufhin sagt er, ich zitiere aus der Wirklichkeit, Liechtenstein, ein Geschenk des Himmels. Wir gucken ein bisschen irritiert und dann sagt er, ja, ich hatte bisher 30 Jahre in meiner Kanzlei, wenn ein Mandant gestorben ist, habe ich eine neue gekriegt, aber jetzt habe ich, wörtlich, in 2 Wochen 80 neue Mandanten, ich bin durch. Wie gesagt, so wundervoll ist das. Und jetzt, wie soll ich sagen, ein drittes Moment, das ganz, ganz wichtig ist, wenn man über den Rheinländer spricht, das ist Folgendes. Der rheinische Mensch ist ständig auf der Suche nach dem, was schön ist und nach dem, was schön ist. Das merkt man jetzt nicht unbedingt, wenn man ihm in seinem rheinischen Universum begegnet, weil da ist es schön, da muss er nicht zurück oder was. Aber wenn er außerhalb ist, dann merkt man das. Und das habe ich einmal wundervoll erleben dürfen im Januar, wieder mal Januar 2005. Da hatten wir folgende Situation.
mein Bruder in München, wir sind drei Brüder. Ich bin der Jüngste, der Mittlere ist in München, der Älteste ist in Südtirol. Der Mittlere, der ist, hat drei Kinder, ist Altphilologe, das hat mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun, aber ich sag das immer gerne. Ich liebe ihn sehr und es ist doch schön, dass der Altphilologe ist. Also, wüsste ich nicht. Der kann sich mit Ihnen, ungelogen, in vorhomerischen Dialekten unterhalten, ionisch oder dorisch, über die aktuelle Politik der Bundesregierung. Oder was. Kann der machen. Nicht? Da stehst du davor, du verstehst nichts, aber bist fertig mit der Welt, dass einer das kann. Also, in einer Sprache, die 4000 Jahre alt ist, erzählt er dir von Angela Merkel. Ja, gut, sie sieht so aus, aber trotzdem, ne, aber ich meine, später sie, ne. Übrigens, also mein Bruder, der hat drei Söhne, alles Musiker, Dirigent und Geiger und Sänger. Und die haben beschlossen, 2005 zusammen mit ihren Festkomitees und mit den Bands, was sie haben, gemeinsam einen Urlaub, einen Skiurlaub zu machen. Und zwar im östlichen Bustertal. Das ist, wenn Sie von hier gucken, also hier hätten wir das Südtiroler Bustertal, da ist Bruneck die Hauptstadt. Bruneck erkennen Sie, falls Sie mal durchfahren sollten, daran, dass an jedem zweiten Haus eine Marmortafel ist. Hier hat der Beikirscher gegen die Wand gepinkelt oder was weiß ich. Und dann kommt es an die Grenze, Innichen, da ist die Grenze und da ist das östliche Bustertal, Hauptstadt Lienz, dahinter und in der Mitte Siljan. Du fährst jetzt, und so fuhren die nach Siljan, in Siljan fährst du jetzt der Berge hoch und dann oben auf 7800 Meter Höhe circa, da, ja, ja, Österreich ist viel höher, als man denkt. Also, der normale deutsche Tourist fährt immer unter Österreich durch, aber kriegt das ja nicht mit. Die Österreicher machen nur schwupp. Also da oben haben wir Holbruck, da ist das obere Gailtal und da gibt es AI. Und da gibt es eine kleine, da gibt es den Gasthof zur schönen Aussicht und der verdient dieses Wort, da waren die. Ich wusste nichts davon. Ich bin in Bozen, ich habe Abituriententreffen, Franziskanergymnasium, meine Krabbelgruppe. Ja, sage ich deshalb, weil ich war 8 Jahre lang bis zum Abitur, war ich der erste Klassensprecher. Was ich war, weil ich der Erste war in unserer Klasse, der den Stimmbruch hatte. Und alle Männer kennen das. Wenn du der Erste in der Gruppe bist, der den Stimmbruch hat, dann bist du der Führer bis ans Ende deines Lebens. Das ist, du hast damit eine Autorität, nur weil du als Erster irgendwie so gesprochen hast. Ne? Und das bleibt dein Leben lang. Ne? Also, die haben mich dann immer gewählt, weil ich war der Erste, der den Stimmbruch hatte. Normal. Und nun haben wir Klassentreffen gehabt und ich treffe im Foyer von dem Hotel meinen Bruder. Freue mich, weil er hatte auch Klassentreffen, Franziskanergymnasium. Und wir verabreden uns für den nächsten Tag morgens früh zum Frühstück. Und ist es so, wir haben uns zum Frühstück verabredet, weil mein Bruder ist gebürtiger Frühaufsteher. Und das ist furchtbar für sich, aber was will sie machen? Der ist, seit er auf der Welt ist, und er ist schon um 2:30 Uhr früh auf die Welt gekommen. Er hat es da schon nicht erwarten können. Ne? Wo ich mir gesagt, ich bin um 7:30 Uhr abends auf die Welt gekommen, weil es ist schön, es ist lecker, warm, schön, angenehm, geheizt. Was willst du raus, oder? Quatsch. Dezember, spitze sie. Ne? Und er ist wirklich, er wird jetzt demnächst 70, aber er ist wirklich jeden Tag seines Lebens um 4:30 Uhr ist er wach. Chromosomal. Ich sage immer, es muss jeder selber wissen, wann er aufsteht. Aber 4:30 Uhr muss auch nicht sein. Und das, ich hätte es ja gar nicht mitgekriegt, aber von 1945 an bis 1953 waren wir drei Jungs in einem Kinderzimmer. Zwei Normalschläfer und dazwischen ein Frühaufsteher. Du wirst wahnsinnig. Du wirst ja von nichts schneller wach, als wenn es einer versucht, leise zu sein. Das ist ja ganz furchtbar. Gut, jedenfalls. Also, wir verabreden uns zum Frühstück, wir sitzen da, wunderbar. Und dann sagt er, wir haben beschlossen, dass wir zusammen nach München fahren. Und er sagt, hör mal, ich muss erst abends in München sein. Dann hätten wir doch Zeit, dann fahren wir doch rüber nach Holbruck. Wir besuchen unsere Kinder, wir essen mit denen Mittag. Und die freuen sich bestimmt und wunderbar. Schön, mir also losgefahren. Ich habe erst im Auto
dann geschnallt. Das heißt, erst im Auto kam mir der Gedanke. Es ist schon kurios, wie schnell der Mensch vergessen kann, wie er sich selber gefreut hat, wenn die Eltern zu Besuch kamen. So gefreut, Herr Monster. Wir kommen dahin und es war natürlich so, die haben sich gefreut von hier bis dort hinaus. Nach einer Viertelstunde waren die mit dem Essen fertig und waren fort. Jetzt saßen wir zwei da. Und jetzt war die Frage, was machen wir mit dem angebrochenen Nachmittag, 12:30 oder was? Und nun saßen wir da und ich sagte, dann setzen wir uns doch ein bisschen in die Veranda. Die Veranda zur schönen Aussicht, so ein bisschen stylisch, Edelstahl, Glas, alles schon wunderbar zeitgemäß. Die heißt zur schönen Aussicht, weil sie den Namen verdient. Wir setzen uns also auf die Veranda, Entschuldigung, auf die Veranda. Ich wollte da keine Missverständnisse. Im Rheinischen heißt es Veranda aus gutem Grund. Veranda schreibt man nämlich mit spricht man Vogel V und nicht Vogel V aus. Oder? Also, wir setzen uns auf die Veranda. Und wir haben nun das Alpenpanorama vor uns, wundervoll, wirklich toll. Du hast links die Sechser Dolomiten, drei Zinnen, du hast da Großglockner, die Lienzer Dolomiten, also Hammer. Cappuccino vor uns, eine Grappa für links, eine Grappa für rechts. Schön, damit das Panorama rund wird. Und nun war das so, neben uns war ein Tischchen, das war frei. Und wir sitzen so eine halbe Stunde, erzählen uns ein bisschen und sind uns am Amüsieren. Da nun kommen, muss ich sagen, eine Sie und ein Er, leicht bekleidet für den Winter, jetzt leicht bekleidet mit Strickwaren und Pulloverchen, Jäckchen an, woran klar war, die müssen Gäste des Hauses sein, weil der Deutsche als solcher, wenn der im Winter rauszieht und es kommt die erste Schneeflocke, unter Wolfskin tut das nicht. Sofort schwupp, Antarktis-Equipment. Und das ist dann so Zeug, also da kannst du auch 3 Monate in der Gletscherspalte liegen, da kriegst du gerne mit. Ja, da geht der Deutsche gerne auf Nummer sicher. Nun waren die beiden ganz ineinander versunken. Ein schönes Bild. Ganz ineinander versunken und sie haben kaum was gesagt und sie waren ganz leise und irgendwie so von ihr habe ich gar nichts gehört. Von ihm habe ich zwischendurch mal das ein oder andere Wort aufgeschnappt und dabei gehört, wir haben es mit der Andeutung vom Führerbergsr zu tun. Ich stups meinen Bruder und sage, das darf nicht wahr sein. Rheinland ist überall, auch hier in Holbruck, 7800 Meter hoch, Hammerei. Es war allerdings die Andeutung vom Führerbergsr. Es war nicht so das richtige, volle Führerbergsr wie in Wallerberg oder so. Das war es nicht. Es war nicht so der Radeberger Börjeburger Sportverein ist da. Ja, Haaren sprach, da zählst du keinem durch. Das war es nicht. Es war mehr so das Feine, so ein bisschen, das R. Und es war so, wie ich dachte dann, wie ich so hörte, die Andeutung von Führerbergsr, wo ich mir dachte, das ist Quadrat Ischendorf, Bersheim, vielleicht mittendrin Horm. Horm könnte es gewesen sein. Es war sicher nicht Kerpen. Kerpen ist ein ganz anderer Fall, aber das wissen Sie ja auch, müssen wir auch wieder den Bielefeldern erklären. In Kerpen haben wir eine anatomische Besonderheit. Die Kerpener benutzen das Gehirn nur als Kühlrippe. Das kühlt der Körper und in Kerpen haben die das Gehirn und damit das Sprachzentrum im Kinn. Deshalb ist das Kinn ein bisschen größer. Das ist allerdings auch die Voraussetzung dafür, dass du auf dem Bobbycar dein Leben lang im Kreis fährst. Irgendwie schön. Jedenfalls, aber etwa. Es war so. Okay. Es war so mehr. Bersheim Quadrat Horm und die beiden nun also sind sich am Unterhalten. Der Kellner kommt, so ein bisschen schmieriger, wieselflinker Wiener Kellner. Bitte schön, die Herrschaften, schon was ausgesucht, die Herrschaften. Und sie sagt dann, ja, ich hätte gerne lecker dessen Kaffee und ich hätte ein schönes Stückchen Topfenstrudel dabei mit Sahne. Jetzt ist dieses Wort Sahne.
da möchte ich mal sozusagen europäisch werden. Um Gottes Willen, also sagen Sie bitte oder verwenden Sie bitte das Wort Sahne nie, wenn Sie in Österreich, fängt in Salzburg schon an, das nur, weil die Bayern denken, Österreich fängt erst in Wien an, sagen Sie nie das Wort Sahne. Sahne ist in österreichischen Ohren eine Provokation. Sahne ist sowas wie, jetzt kommt Wilhelm II. Nochmal, verstehst du? Und nimmt uns unseren Käse weg. Also Sahne ist ganz furchtbar. Das ist für österreichische Ohren Preußen, Hohenzollern, wirklich Wilhelm II. Jetzt versucht sie, sagt in aller Unschuld, ja, ein Topfenstrudel mit Sahne. Er, der Kellner, versucht die österreichische Ehre zu retten, der K&K-Monarchie, auch wenn sie tot ist, ist sie präsent und sagt, darf es denn auch Schlagobers sein? Nee, nur Sahne. Er war fertig mit der Welt. Er geht um den Tisch rum oder Küche. Ich dachte schon, da gibt sich jetzt die Sahnekugel oder was. Fertig. Jedenfalls. Sie waren glücklich, Sternchen in den Augen. Und nun hatten sie, kriegen sie auch der Kaffee, der Topfenstrudel und Schlagobers. Und sind wieder in dieser Welt, gucken sich um. Und jetzt erst sehen sie, wo sie sitzen. Nämlich an einem der wundervollen Ausblickspunkte, Panoramapunkte in den Alpen. Und du siehst direkt, dass sie jetzt Augen haben. Sie gucken, Dreizinnen, Großglockner, Lien zu Dolomiten, die Alpen, wunderbar. Und da konntest du nun sehen, wie unterschiedlich der Rheinländer zu anderen deutschen Regionen Schönheiten außerrheinischer Natur sieht. Die beiden gucken und verstummen. Das wäre einem Bayern niemals passiert. Der Bayer ist in der Hinsicht ein derartiger Chauvinist. Wenn der Bayer irgendwo ist, wo nicht Bayern ist, lässt er keinen Zweifel daran, dass es ein Akt der Gnade ist, dass er überhaupt käme ist. Weil so schön wie Bayern kann sowieso nirgends sein, das ist schon klar. Das hat uns als Südtiroler genervt ohne Ende. Du hast denen die drei Zinnen auf dem Frühstückstablett vorbeischieben können, was wo nicht mit dem Arsch angeschaut. Der Bayer, oh, der Bayer ist ein Chauvinist. Hier, nehmen wir mal Pazifik. Das Collier im Pazifik, Hawaii und die wundervollen Vulkaninseln vom hawaiianischen Atoll. Die sind wie eine Rubinkette, sind die da im Dinges im Pazifik, jetzt könnte der Bayer, die Vulkane möchten, dass der Bayer schön hat. Sie wollen ihn deshalb nicht mit Lava verschrecken. Sie machen einen Kopfstand, spucken die Lava in der Pazifik rein. Das gibt schöne Wellen, auf denen der Bayer, ohne dass der Gamsbad nass werden kann, surfen kann. Also die Inseln überstürzen sich, damit der Bayer schön hat. Was ist der Bayer? Gut, zurück, sagen wir nach München-Ost, wird dann gefragt, wo wart's nicht in Urlaub? Wir wohnen auf Hawaii. Sehr schwer auszusprechen, Hawaii. Und er hört sich auch gar nicht gut an. Und wenn er dann gefragt wird, wie es denn war auf Hawaii, dann ist das Äußerste, was er an Kompliment an eine nicht-bayerische Landschaft zu konzidieren bereit ist, folgendes. Ja, und wie war's denn da auf Hawaii? Dann kommt, ja, und fertig. Mehr kommt da nicht aus dem Kopf, guttural. Also, gut, der Schwab sagt gar nichts, weil der Schwab ist erst gar nicht weggefahren. Aber der Rheinländer dahin, wo jegen, der geht fair mit Schönheiten außerrheinischer Landschaften um. So wie die beiden, die wachen auf, sie gucken, sie schauen und jetzt verstummen sie erstmal. Gefühlte 10 Minuten, tatsächlich vielleicht 6 oder 7 Minuten, war Stille. Warum? Weil der Rheinländer, wenn er was Schönes sieht, erstmal vergleicht. Er stellt sich sofort Fragen, ist das, was ich da sehe? Ist das wirklich schön? Oder tut das nur so? Und wenn schön ist, haben wir das bei uns auch? Und wenn nicht, brauchen wir das überhaupt? Solche Fragen sind direkt im rheinischen Kopf drin. Und so war das auch da. 6, 7 Minuten war Ruhe.
Und es ist jetzt ein Dialog aus der Wirklichkeit, den ich Ihnen erzähle. Ist nicht von mir erfunden. Jetzt war 6-7 Minuten nicht Ruhe, Stille. Ich meine Stille. Zwei Rheinländer sitzen da, verstehst du? Und es ist 7 Minuten still. Es ist 7 Minuten Stille. Dann bricht sie auf unnachahmlich rheinische Art das Schweigen, indem sie sagt, wenn du mich fragst. Kein Mensch hat sie was gefragt, natürlich. Ne? Wenn du mich fragst, es ist mir zu eng mit den Bergen da. Wohin du guckst, ständig ist so eine Klamotte für dir. Forsch mal, das Auge muss ja auch mal gucken können. Ne. Aber ich weiß nicht, ich muss dann wieder in das Flache. Da krieg ich nicht gepackt. Ne. Ja, sicher. Alpen irgendwie. Ich mein, ja, eine Woche Urlaub in Ordnung. Aber leve ich he ne. Da bin ich auch eher für flach. Ja, sicher flach, it hat wieder. Nur wo flach? Wörtlich, ich zitiere aus der Wirklichkeit. Eifel! Jod, in der Eifel haben wir schöne flache Ecken. Da kriegt jeder Geograf der Kabelbrand im Herzschrittmacher natürlich. In der Eifel haben wir schöne flache Ecken. Nur die Eifel, das ist mir auch zu eng. Und jetzt der klassische Satz. Das würme auch zu aff. Ist das nicht ein wundervoller Satz? Das würme auch zu aff. Wenn der Duden das ins Hochdeutsche übersetzt, kommt dabei heraus, das wäre mir auch zu abgelegen. Klingt das schön? Nee. Das würme auch zu aff. Ja, sicher aff. Ich hatte einen Freund, der Jupp, der war in Amerika. Der war da, irgendwie Pilot oder was, jedenfalls war der da am Fliehen. Und hat er richtig an die Füße gekriegt mit der Flieherei. Und da davon hätte sich dann. Da davon. Das sind Pronomina, das sind Fürwörter, da ist Fleisch an die Knochen, da davon. Wunderbar, dem hat der Dude nur ein ärmliches davon entgegenzuhalten, davon. Wenn der Rheinländer davon hört, fragt er direkt, wo davon? Spätte sie, ja, um Gottes Willen, nee. Und jedes Mal, aber wirklich wahr, wenn ich in Düsseldorf durch die Stadt fahre und ich komme an dem Driss-Hochhaus vorbei, wo die Vodafone da drin sitzen, frage ich mich, das darf doch nicht wahr sein. Wenn eine Firma ihren Firmensitz ins Rheinland und jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf, Düsseldorf ist schon noch ein bisschen Rheinland. Komm, also irgendwie homöopathisch, aber ja, irgendwie schön. Wie kann eine Firma, wenn sie ihren Firmensitz ins Rheinland verlegt, an dem Firmennamen festhalten, wo jeder Rheinländer, wenn er von denen eine Rechnung kriegt, sich fragt, ja, wo davon soll ich das dann wieder lassen? Da bin ich bekloppt, oder was? Und da davon hätte sich ein Hüs in der Eifel gekauft. Und da fährt er jetzt immer hin. Hüs in der Eifel! Jeder Freitag hin, jeder Sonntag zurück. Nee, ganze mich mit Jahren. Da bruch ich nicht. Nee. Ja, sicher, Eifel. Ich meine, was hast du denn in der Eifel? Wanderwehe durch den Wald. Habe ich keinen Schon für. Nee. Und die nächste Bäckerei ist 3 Kilometer hinter die Ströscher. 3 Kilometer für ein paar Brötchen. Aber ich habe geglaubt. Nee, das ist nichts für mich. Münstereifel, das ist schön. Und zieh dem daheim und da sind Kaffeebrötchen. Hätte ich doch richtig gebacken. Münstereifel, komm, bleib mal vom Leben. Münstereifel, das Einzige, was du da hast, wenn du am Wochenende hinfährst, ist alles voll. Das ist ein Münstereifel, muss auch nicht an. Und jetzt war Ruhe.
Es waren, nee, Stille. Es waren alle Gedanken gedacht, alle Assoziationen assoziiert. Dieses Thema Alpen, brauchen wir die, damit es in unserer Heimat schön wird oder sowas, das war nun durchkonjugiert. Und es war jetzt bestimmt 8, 9 Minuten Ruhe. Und ich wusste, warum die still sind. Ich wusste, jetzt haben sie im Kopf, jetzt rattert es, verstehst du? Alpen, brauchen wir die Alpen? Wenn wir sie hätten, haben wir sie überhaupt Platz? Wo stellen wir denn hin, die Alpen? Oder müssen wir die Hälfte der Belgier abjagen, wenn wir das Restaurant schon haben oder wie oder was? Solche Gedanken waren das. Es ging also darum, Heimat. Brauchen wir, um die Heimat verschönern zu können, die Alpen, ja oder nee? Das war an für sich in den Köpfen drin. Und dann kam sie mit einem Satz, vor dem ich den Hut ziehe, der in meinen Augen genial ist. Ich habe noch nie einen Satz gehört, der rheinischer, augenzwinkernder und genauer das rheinische Heimatgefühl beschrieben hätte. Sie holt plötzlich Luft nach der langen Phase der Ruhe, der Stille, um dann zu sagen, weißt du, was et best ist? Et best ist, du bist zu Hus und kannst von da aus hin, wo du willst. So ist es wunderbar. Ich danke Ihnen. Herzlich! Dankeschön!